Sein Herz kann ich... Ich meine, das war nicht so gut, was da liegt. Ich meine es. Deswegen nehme ich es nicht mit. Außerdem habe ich nur 4 Herzen. Aber wenn ich da komplett wieder falsch sage... Ich meine, es macht nur, dass irgendwelche roten Truhen öfter erscheinen. Stimmt das? Kann das sein? Ich habe keine Ahnung. Oh Gott. Tschüss. Was war das? Was war das? Das ist irgendein Effekt von irgendwas, was ich vielleicht habe anscheinend. Mann. Jetzt geht mal weg, ihr blöden Gehirne. Ach, und da ist mein Gegner kleiner geworden. Ist ja interessant. Bomben. Ich habe ja noch nicht genug davon. Oh Gott, was seid ihr denn? Euch kenne ich nicht und ich möchte euch gar nicht genauer kennenlernen. Ja, genau deswegen nicht. So, und du noch, Fetti. Oh Gott, das ist ja nicht sehr lecker. Bäh. Envy. Ich glaube, ich mache vorher das Feuer aus, damit ich ja nicht... Obwohl, er kann da auch reinlaufen, aber naja. Ich kenne den Boss. Der wird immer kleiner, wenn man ihn besiegt, quasi. Genau. Was war's auch schon? Eine Trollbombe. Und Geld. Geld regiert die Welt. Jans, Jals, Junge. Okay. Goldene Kacke. Ich weiß nicht genau, was goldene Kacke bringt. Aber sie ist gut eingeschlossen. Und... Hm. Soll ich dafür einen Schlüssel abwandern? Ich muss ja erstmal noch gucken, was ich hier sonst noch so finde. Alter. Du bist fett. Ein richtiges fettes Stück Scheiße bist du. Aber naja, dann bist du auch schon wieder tot. Von daher passt schon. Das ist The World. Damit kann man die ganze Map aufdecken, oder? Genau. Und mit Geheimräumen. Hier ist eine Spielmaschine. Hier möchte ich nicht durch, weil da unten ist gar nichts mehr. Regenbogen. Kacke, was auch immer du machst. Was hat das gemacht? Ich weiß es nicht. Und tschüss. Es hat irgendwas gemacht. Was ist hier drin? Noch mehr Kacke. Toxic Blast plus 5 Bombs. Okay. What the fuck ever? Ich muss mir... Ich habe... Übrigens fällt mir gerade auf, ich habe schon wieder... ganze Run nicht hier Dingens geguckt, nach blauen Stein, nach markierten Stein. Okay, das ist Poison Touch gewesen. Da ist noch ein Schlüssel, an dem ich überhaupt nicht rankomme, das ist auch gut. Ach, das können wir nicht ausmachen. Und es macht Schaden, das wusste ich nicht, das ist nicht nett. So, immerhin sind hier noch mehr Leben. Und ich glaube, ich kann jetzt für den Rest der Ebene einfach alles aufschließen, um den Schlüssel zu verlieren, stimmt das? Oh Gott! Das war nicht nett. Ich probier's mal aus. Ja. Hier kann ich noch einen Schlüssel kaufen. Das ist ja der Wahnsinn. Ich weiß nicht, was das ist, was 15 kostet. Deswegen lasse ich es einfach mal bleiben. Und mach einfach dann natürlich hier alles auf. Weil, warum nicht? Wenn ich schon endlich Schlüssel habe, dann kann ich es auch machen. Warum habe ich das hier schon wieder nicht kaputt gemacht? Oh, siehst du? Münze. Schon wieder Münzen. Hier, einfach weil es geht, mache ich alle 4 auf. Ha. Das macht meine Bombe jetzt, okay. Was ist hier drin? Ziemlich viel Knete. Alles klar. Ich glaube, das war eine Bombe wert. Was zur Hölle bist du? Stirbst du mal, danke. Geld. The Sun, may the heal enlighten you. Ich weiß nicht, was das macht. So. Furz. Riesige Überraschung. Hier ist ein Item. Hier ist ein... Oh, Geld. Noch mehr Geld. Ich werde noch reich, diesen Mann. Brauche nur noch 20 Münzen, dann schalte ich Kane frei. Okay. Also es heilt mich auf jeden Fall. Und das macht... Future Become Balance. Ich setze das einfach mal ein. Oh.
Das ist gut. Das wusste ich nicht. Okay. Nehme ich das hier mit. Also es heilt mich. Ist gut zu wissen. Das werde ich mir merken. Oh Gott. Jetzt musst du nur noch du dran glauben. Du bist ziemlich hässlich. Noch mehr Bomben. Der Supergeheimraum ist nicht auf der Karte angezeigt jetzt, ne? Nein. 20 Minuten geht der Wand schon wieder. Das ist ja der Wahnsinn. Ich würde fast sagen, der Supergeheimraum ist, wenn ich jetzt zwei nach links gehe, da ganz unten. Einfach weil da sonst nichts ist. Und das ist so komisch. Das probiere ich jetzt einfach mal aus. Wenn die Starren wieder da sind, dann mache ich hier eine Bombe hin. Und renne weg. Nein, hier ist nichts. Okay, dann... ist egal. Dann ist egal, dann gehe ich jetzt zum Boss und wir sind alle glücklich und zufrieden. Okay, gut. Alles klar, sind wir uns einig. Hallo, Monstro 2. Du bist nicht schön. Okay, diesmal hat er nicht halbes Leben. Vielleicht lag es wirklich nur am Boss. Bumm. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Muss ich ganz ehrlich sein, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und er macht mehr davon. Das ist ja nicht schön. Was war das jetzt? Ach ja, ich vergesse es jedes Mal. Noch mehr. Okay, das, der Boss gefällt mir überhaupt nicht. Können wir das schon mal festhalten? Ah, au. So. Immerhin habe ich... also wenn ich jetzt nicht den Typen hier hätte, blibbims, dann hätte ich jetzt schon auch wieder verkackt, glaube ich. Aber so könnte es noch was werden. So. Tschüss. Shot Speed und Damage Up. Das ist gut. Habe ich doch irgendwo ein Herz liegen? Ja, habe ich. Da ganz unten. Und da links auch nochmal. Also, warum nicht, ne? Wir haben ja alle Zeit der Welt. Es ist ja nicht so, als wir irgendwie in Eile wären. Hier? Ja, hier. Okay. Ich hätte auch die Karte nehmen können, aber ich glaube, es lohnt sich nicht. Macht die auch Schaden? Ich meine, ich weiß, dass es eine Karte gibt, die Schaden macht und heilt. Ich weiß nicht, ob es die war oder eine andere. Was auch immer. Ist egal. Depth 2. Boss. Welcher? Ihr, okay. Vielleicht dreimal, weil es ist gar nicht übertrieben. Nicht, dass sie sonderlich schwer sind oder so, aber es ist einfach viel. Das war gut. Ich weiß nicht, was gebracht, woher es kommt, aber das war gut. Aus irgendeinem Grund, irgendwas hat gerade ganz, ganz viel Schaden gemacht. Jetzt auf zu bluten und stirb. So. Oh Gott, das ist gar nicht nett in diesem Raum. Immerhin ist er jetzt verkleinert worden. Aber er macht immer noch die gleiche Attacke, genau. Arcade. Ich glaube, das mache ich nicht. Wenn ich Herzen finde, dann werde ich da Geld holen. Noch mehr? Ja, da ist noch einer. Und sonst ist ja nichts. Okay, dann gehen wir hier weiter. Okay, da ist ein Geldsack. Ich könnte jetzt hier... ich mache hier einfach eine Bombe. Ich habe mir jetzt genug. Und da war sogar der Geheimraum. Das ist ja noch besser. Und da habe ich die Bombe drücken. Und das ist... Strength. May the power be in your wage. Ist das denn ernst? Okay. Da könnt ihr natürlich Trinkets rausholen. Ja, ich weiß, aber Trinkets brauche ich gerade nicht. Ich habe schon was, das mir eigentlich sehr gut gefällt. Strength gibt mir wahrscheinlich einfach nur mehr Kraft. Das ist jetzt sehr weit hergeholt. Ich weiß, das ist der Wahnsinn. Hm. Nur noch der große übrig. So. Jetzt muss ich noch warten, bis die da reinlaufen oder nicht. Gut. Kommen jetzt die Stacheln noch hoch? Ja, sie kommen noch hoch. Das ist gut zu wissen. Ne, hier ist der Boss. Ich merke Sachen schnell, ich weiß. Okay, so. Alle Kleider machen froh. Oh, nee, warte. Was? Das macht keinen Sinn.
Immerhin bleibt der Super Mega Ultra Giga Extra Geheimraum offen. Ist gut. Zwei Schlüsse werde ich dafür nicht nutzen. Glaube ich. Ich habe zwar schon mal zwei Schlüsse verschwendet für nichts und wieder nichts quasi, aber oh oh. Tschüss. Oh Gott. Geh weg. Toll, ein halbes Herz. Okay. Bomben. Ich hab ja noch nicht genug davon. Hier ist wieder überhaupt nichts. Ist auch schön. Das heißt, der Raum war richtig schön geil unnötig. Alter. Oh oh. Wo ist denn hier noch ein Gegner, den man besiegen kann? Ach, die kann man besiegen. Oh, scheiße. Das wusste ich nicht. Ich dachte, man kann die hier auch nicht besiegen. Genauso wie die Weißen. Ein dunkles Herz, das ist aber nicht schlecht. Hier ist nichts. Okay. Oh Gott. Aha. Hier ist endlich der Bonusraum. Den hatte ich ja noch gar nicht. Stimmt ja. Ein Schlüssel. Ein Lolli. Sieht zumindest aus. Was ist denn das? Dead Eye. Accuracy brings power. Ich habe keine Ahnung, was es macht, aber egal. Steam Sale. Damit wird alles in zukünftigen Shops nur die Hälfte kosten. Aber das kaufe ich mir mal nicht. Ich versuche immer noch mir irgendwie die 55 Münzen zusammen zu cheaten. Von daher, ne. Ne. Warum ist gerade eine Tür zugegangen? Ich weiß es nicht. Ist hier noch was? Nee. Lololo. Step 2 bin ich. Hm. Ich weiß nicht, ob ich hier spielen will. Irgendwo. Glaub nicht. Erstmal gucken, wer da was der Boss ist. Ich habe immer noch kein Space-Item. Es ist ein bisschen... Dafür nehme ich das hier mit. So, und das sammle ich natürlich auch ein. Und der Boss ist... Ach, Mom, das ist... Stimmt, wir sind ja schon beim Namen. Upsala. Das ist natürlich schön. Immerhin habe ich sie vergiftet. Isaac! Du, 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 no, no. Die Musik ist schön. Ja, ah, Hilfe. Riesiger Fuß. Ich weiß nicht, warum meine Tränen diesmal so leuchten. Ach, das muss wegen dem Accuracy-Ding sein. Ich habe immer noch das Heil-Ding, das darf ich nicht vergessen. Hilfe! Okay, ist gleich tot. Man darf hier nicht mehr raus, okay. Damage und HP ab. Das ist gut. Und wieder volles Leben. Ja dann. Nichts weiter in the womb. Oder so. Hm, okay. Scarred Wound, Curse of Darkness. Oh nee. Oh Gott. Vielleicht besiegen wir schon Moms Heart hier. Wer weiß. Ja, das kann passieren. Noch mehr Leben, ist gut. Gibt es hier überhaupt noch einen Shop jetzt? Ich glaube, meine sogar nicht mehr. Ich meine nicht mehr, aber ich kann mich auch irren. Ja, das hilft gerade gar nicht. Dankeschön, was auch immer du, wo auch immer du herkommst. Liebes Item. So. Und das war's mit dem Raum. Bitte, danke, nein. Jetzt geh weg, du kleines Mistvieh. Herz. Euch kenne ich auch nicht. Oh Gott. Aber du warst nicht wirklich schlimm. Oh Gott. Noch nicht noch eine Version von diesem Boss. Mal gucken, man hat das ziemlich viel Schaden gemacht. Das hat auch nochmal viel Schaden gemacht und jetzt bist du tot. Und ein Schlüssel. Weiß nicht, ob man die hier überhaupt noch nutzen kann. Irgendwas gab es hier nicht mehr. Ab hier. Oh Gott.
Noch eine Bombe, oh Gott, das ist ja schön. Hilfe! Alter, jetzt geht mal weg. Endlich. Ich habe zwar nur ein Leben, okay, das wird mit Mom vielleicht dann nichts mehr. Okay, jetzt habe ich einen Schlüssel erst gesehen reingesteckt. Mir wurde gesagt, was man hier reward kann, wann, aber ich habe es natürlich vergessen. You became Lord of the Flies. Fatworm, blub blub. Okay, was auch immer. War ich jetzt hier zu lange drauf? Ich weiß nicht, was ich jetzt alles habe. Hier ist nochmal Kohle, ist gut. Und ich weiß auch, was das ist. Wenn man hier das am Ende hat, am Ende einer Ebene, und dann wird daraus ein ganzes Herz. Und deswegen will ich das noch nicht einsammeln, sondern erstmal versuchen, hier irgendwie durchzukommen. Ach, jetzt habe ich Little Brimstone, deswegen nicht mehr. Ich habe jetzt ganz... Und ich kann fliegen, oh Gott. Okay, das ist ungewohnt. Wiggle Wiggle, nehme ich nicht Wiggle Wiggle mit. Irgendwie scheint alles, wo ich in, immer wenn ich in den Raum reingehe, alles erstmal Schaden zu bekommen. Was zur Hölle bist du? Ich habe ganz, ganz viele Sachen jetzt. Tot. Tschüss. Und du auch. Tschüss. War's das? Ja, danke. Okay, das kam sehr unerwartet. Ach, jetzt halt diese Aura oder was auch immer das sein soll, alles kaputt gemacht, finde ich auch nicht. Ich bin der Lord of the Flies. Das ist jetzt gut, dass ich fliegen kann. Range down. Okay, dann weiß ich, dass das auch schon mal kacke ist. Ja. Ich gehe erstmal noch in die anderen Räume machen. Der Rewind ist jetzt schon wieder eine halbe Stunde lang und das war falsch. Passiert ja mal. Wiggle wiggle. Wiggle 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 wiggle. Das Flinkern ist sehr angenehm. Bin ich ganz ehrlich. Aber Little Brimstone vermisse ich doch schon ein bisschen. Was genau kann ich jetzt noch treffen? Achso, jetzt kann ich ihn nur treffen. Okay, ich habe ziemlich viele Gehilfen gerade, das ist auch schön. Die Pille macht Boards of Steel. Oh yeah. Das hat mir, ich habe gar nicht gesehen letztes Mal, als ich hier drin war. Es hat mir, glaube ich, hier Seelenherzen gegeben, wenn ich mich richtig erinnere. So, noch ein Herz. Bomb. Das sieht momentan richtig gut aus. Wieder auf einmal. So. War's das? Das ist die Bombe. Nicht, dass ich sie noch brauchen würde, aber... What the fuck ever? ja. Dann... Auf zum Boss, würde ich sagen, wa? Was soll schon schief gehen? Ich könnte komplett verrecken. Das könnte schief gehen, ja, aber... Wird schon nicht passieren, hier ist noch eine Kiste. Ich wurde auf ein Herz reduziert und dadurch, aber dafür wurde mir ein Herz gegeben. Das finde ich nicht gut. Auch Mano. Oh. Blastokist. Oh Gott, das hat viel Schaden gemacht. Okay. Ich glaube, dieser Schaden am Anfang hat mir wirklich geholfen bei diesem Boss. Weil der scheint jetzt nichts mehr zu können. HP up, Tears up, Shot Speed down. Okay, dann nehme ich noch das andere HP-Dingens mit. Dann müsste ich ja Megi freischalten, weil ich 7 Herzen habe. Ich habe doch noch was freigeschaltet. Das ist ja der absolute Oberhammer. Wenn das hier noch ist, das war hier doch, ne? Ja, genau. Ach so, die Seelenherzen gehen vorher weg. Das wusste ich nicht. Okay, gut zu wissen. Seelenherzen gehen vor denen weg. Und durch. Und ich bin in der letzten Ebene mit Mams Herz. Ja. Yay. Maggie Perücke. You unlocked Magdalene. You unlocked Challenge 5, the tank. You unlocked Challenge 10, cursed. Das ist gut.
Yay. Okay. Immerhin haben die alle hier schon mal Schaden genommen. Ist gut. Tschüss. Ich habe gerade richtig richtige Hoffnung, dass es hier noch was wird. Noch mehr Geld. Das mit den 55 Münzen kann ich wohl vergessen, aber naja. Man weiß ja nie. So, und jetzt noch du da. Ein dunkles Herz. Kann ja nie genug Herzen haben. Kann ich über Stacheln schweben, ohne Schaden zu kriegen? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Yay, Herzen. Und ich hatte recht. Wie kann man eigentlich Kacke vergiften? Wieso funktioniert das eigentlich? Und warum hat der... Achso, das ist Dingel. Oh. Fuck you, Dingel. Tschüss. Pille. iPhone-Pilz. Das hat nichts gemacht. Ein iPhone-Pilz heißt einfach, ich mache gar nichts. Bin ich mir zumindest ziemlich sicher, dass du hast noch mehr Bomben. Ja, genau. Wunderbar. Jetzt kann ich mal gucken, was der Knopf hier macht. Der macht ein paar Gegner. Okay. So viel dazu. Gefällt mir gar nicht. Und das ist Bumm gemacht. Und das ist noch ein Gegner. Gut, dann weiß ich ja, dass ich da in Zukunft nicht mehr vom Knopf drücken will. Das war zufällig und es hätte doch was Gutes passieren können. Da kann ich ihm Geld geben. Oh, scheiße. Na, egal. Ich werde Schüsse eh nicht mehr brauchen, sagte er und wird ganz viele noch brauchen. Ah. Geh weg. So. Du noch. Wieso haben die so viele Leben? Und das ist Judgment. Hm. Jetzt müssen wir natürlich wissen, was besser ist. Range up. Judge, let's... Ich nehme das hier mal mit. Ich meine, das war besser. Oh, guck mal. Zwei Seelenherzen. Ich glaube, mehr Herzen kann ich gerade gar nicht haben, als wie ich jetzt habe. Das war im normalen Binding of Isaac ja noch anders, dass man da mehr Herzen haben konnte. Aber so jetzt, meine ich, man kann nicht über die sichtbare Energieleiste rausgehen. Taucht man wieder auf irgendwo? Danke. Schön. Batterie, ich habe immer noch kein Space-Item, das ist ein bisschen lächerlich. Aber manchmal ist es nun mal so. Ich weiß nicht, ob ich einfach zum Boss gehen sollte, weil ich bin gerade gut ausgerüstet, ich habe richtig viel Leben. Ich glaube, das mache ich einfach. Ja, genau, komm. Jetzt nicht nur was riskieren, dass ich hier noch Bullshit mache, sondern ja, erst mal einfach zum Boss gehen. Alles stehen und liegen lassen und gucken, wie es wird. Mom's Heart. Immerhin ist jetzt direkt am Anfang vergiftet. Diese Augen, die fallen mir gar nicht. Ich weiß nicht, ob die Augen hier auch neu sind. Ich meine bei Rebirth, nicht bei Afterbirth. Beim normalen Binding of Isaac waren die noch nicht. Isaac! Blablabla. Was macht denn Justice? Achso, das holt einen so einen herbei. Das wusste ich nicht. Jetzt weiß ich auch, was Justice macht. Das ist gut zu wissen. Aber das werde ich schaffen. Da bin ich mir ziemlich... bin ich mir ziemlich sicher. Und du bist tot. Ja, ich könnte jetzt noch weitermachen. Und zu Isaac, also zur Cathedral gehen. Aber ich glaube, das mache ich nicht. Das war's. Und damit haben wir noch einen Charakter freigeschaltet, glaube ich. Und wir haben wieder die Credits. Kann ich überspringen? Ja, kann ich. You unlocked Eden. Ja, ja. Eden werden wir natürlich auch irgendwann machen. Der Grund, warum ich jetzt nicht weitergegangen bin, weil ich erstmal den ganzen Herz-Kills haben möchte, bevor ich irgendwas anderes mache, es macht einfach mehr Sinn, finde ich. Und jetzt haben wir das Herz besiegt mit Isaac. Huhu. Und wir haben hier freigeschaltet Magdalene und wir haben hier freigeschaltet Eden, weil der immer zufällige Sachen hat. Alles klar. Da habe ich ja wieder zwei Parts, die dann heute und morgen kommen. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal bei The Binding of Isaac und tschüss.